In seinen Jahren als Jungschinger hat sich der Roland 40 Zweige erkämpfen. Es sind aber einige Jahre vergangen, bis er bei den Aktiven seinen ersten und einzigen Kranz erschwingen konnte. Auch im Ringen hat er sich zwischendurch noch versucht und hat das Laubersdorf an den Solothurner Ringertagen gekränzigt können. Wir waren unterwegs und wollten von den Leuten wissen, wie lange der Roland schon im Vorstand ist vom Schenklub Thalgäu. Ich denke, der Roli ist etwa 20 Jahre lang im Vorstand. Wie lange ist schon? Der Roli ist etwa schon 20 Jahre im Vorstand. 70 Jahre. Gute 35 Jahre. CD im Schenkhauer bei uns kleinen Buben war der Roli immer dort dabei. 2. 12 Jahre. 40 Jahre. Etwa 8 Jahre. Denke so 30 Jahre. 20 Jahre. 31 Jahre. 28. Aber ich denke, so du schwingst schon 52 Jahre. Roland ist sicher etwa 20 Jahre im Vorstand. Aber ich schätze so rund 30 Jahre. Bereits im zarten Alter von 16 ist der Roli in den Vorstand eingetreten. Und nach 35 Jahren und unzähligen verschiedenen Ämtern tritt er aus dem Vorstand aus. Wir haben noch gefragt, ob und wieso Trainings gefallen haben. Wie findest du, ist das ein guter Jungschwingerleiter gewesen? Hat er das gut überbracht? Hat er dich schön gut gezeigt? Hat er dich gut betreut? Wie bist du im Allgemeinen zufrieden? Findest du, der Roland ist ein super Trainer? Ja. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man zu ihm gehen kann, weil er schon so lange dabei ist. Hoi Jungschwingertrainer. Weisst du noch auf den Knien? Die vielen Stunden, die wir miteinander im Sagmal geschwungen haben. Das Training war immer gut. Es war immer cool. Das Training mit dem Roli ist cool, manchmal etwas anstrengend und lustig. Wir mussten viele Liegestütze machen. Aber es war gleich cool. Der Roland macht es gut. Seine Tipps und Tricks sind super. Und werde ich in den künftigen Training vermissen. Und vor allem, wenn wir so viel haben müssen schwingen. Es war cool. Sehr gut, intensiv. Und streng, das bringt sicher alle weiter. Super! Er hat immer gute Trainings geleitet. Ich werde seine lustige Art und sein coole Training vermissen. Deine Trainings waren streng, aber immer lustig. So war für dich jedes Training ein Erlebnis. Ja, hat doch die Jungen besser dran. Ich finde es sehr toll. Training war immer cool, vor allem Klappenmesser und Liegestütze. Wir sind immer nach dem Training eins gegangen. Haben manchmal kaum noch die Arme lüpfen. So hat uns geschlaucht. In den Trainings hast du uns immer gute Schwung gezeigt und uns immer ein bisschen dran genommen. Schon gleich hat die Jungen die Aktivschwinger übernommen. Und immer wenn es ihn wieder gebraucht hat, ist er wieder eingesprungen und hat seine Zeit im Jungschwingerwesen gewidmet. Dank Roland seiner Ausbildung haben ein Haufen von den Schwingern, die bei den Aktiven nachher ihre Grenze erschwingen können. Zu seiner erfolgreichsten Saison als Trainingsleiter zählt sicher die Saison 2018, wo die Jungschwinger 61 Zweige erschwungen haben. Gibt es über Roli etwas zu erzählen? Oder was schätzt ihr an ihm? Ich weiss eigentlich nur noch, der Roli am Schwingen hat immer sehr lange Arme gehabt, dass ihr das fast nicht packen konnte. Und man hört etwa mal auf dem Schwingplatz, dass man merkt, dass der Brunner wieder die Finger im Spiel hat. Nein, der Roli ist natürlich für mich eine wichtige Person im Schwingen. Auch schon in der Lehre, ja.
an 94 die Lehre angefangen. Da war der Oli sozusagen mein Lehrmeister gewesen, Zimmer 1. Und der war mein Jungschwingerbetreuer. Und der war eigentlich sozusagen ein bisschen, ja, fast ein bisschen mein Papi. Und im Ausgang hat er mich manchmal auch ein bisschen betreut, je nachdem. Was ich sehr geschätzt habe dir, Roland, ist, wo du nach einer kurzen Pause retourgekommen bist und unser Jungschwingerwesen übernommen hast und zu dort hergeführt, wo es heute abgibst. Nämlich auf einem sehr hohen Niveau. Es war sicher immer lustig mit dem Rolli und schön, eigentlich. Er hat auch immer etwa Witz gewusst. Und auch immer etwa einen ein bisschen genervt hat, das war schon lustig. Ja, der Rolli, das ist ein lieber Sieger, ein lustiger, aber man hat ihn manchmal halt nicht so ernst genommen, wie es so ist. Ich werde den Rolli vermissen und so einen guten Fußballer wie er habe ich noch nie gesehen. Deine Sprüche wird dir am meisten vermissen, wie zum Beispiel, willst du ein Foto oder brauchst du eine Einladung? Wir kennen einander schon 30 Jahre, sind schon ein paar Eidgenössische zusammen gewesen und es ist immer lustig gegangen dort. Der Rolli war nicht immer ganz der Einfachste gewesen, hat seine Meinung gehabt, hat die vertreten, aber das ist auch recht so. Findest du gut, dass der Rolli aufhört? Der Jungschwingerleiter Roland Brunner. Ich finde das super, es ist etwa Zeit geworden. Es hat schon lange wieder neues Blut in diesen Club hineinbringen. Schade, es hat so lange gedauert. Nein, Spass beiseite. Er hat das sehr gut gemacht. Er hat über Jahre hinweg hat er die Jungs betreut und zu ihnen geschaut. Sie haben ihn geliebt und gern gehabt. Er war immer hart, aber fair. Sie haben ihn respektiert. Und ich glaube, diesen Job kann man nicht besser machen, als der Rolli ihn gemacht hat über all diese Jahre. In all diesen Jahren habe ich dich sehr schätzen gelernt. Vor allem deine Hilfsbereitschaft und deine Zuverlässigkeit, wenn man etwas von dir will oder dich braucht. Weil er hat halt immer lustige Sprüche auf Lager gehabt und er hat das Training gut geleitet. Auch sonst war er ein Fleissiger. Nebst einer kurzen Zeit als Kampfrichter ist er unzählige Mal für einen Schwingclub Allgäu in Eindeilung gestanden. Sogar als technischer Leiter des Kantonalverbandes hat er für 3 Jahre sein Wissen weitergegeben. Weißt du noch, Rolli, am Bettagsbrötchen, wo ich dir herausgefordert habe, wäre es besser, den Kopfstand zu haben. Du kannst nicht immer noch besser als ich. Ja, also, Roland, ich habe ja alle gesagt, du müsstest Hände greifen. Und das ist fast wie beim Jassen, beim Schaufeljassen. Da musst du auch etwa einen in Kauf nehmen, nicht nur alle mehr anwerfen. Und wenn wir einmal in Europa Park sind, sind wir auf die Holzachterbahn und da hast du fast vor Angst die Hände abgerissen. Rolli, ich möchte dir sagen, dass du uns, wenn wir wieder in Europa Park gehen, uns zum Morgen wieder ein Schnitterchen machen musst. Rolli, weißt du noch, wo wir auf Zürich ausgegangen sind? Zuerst in Gehring und Nachtessen und dann zum Schwingerkameraden in die VIP Lounge. Ah nein, du bist ja nicht mitgekommen. Wo der Rolli unser Jungschwingerleiter war und wir etwa am Sonntagmorgen mit dem Audi Quattro mit leicht überhöhtem Tempo an das Schwingfest geflogen sind und ziemlich sehr laut der Queen gelaufen ist, was man lange kaum noch verstanden hat im Auto, das war für uns als Kind ziemlich eindrücklich. Und so haben wir manchmal lustig gehabt in unserer Zeit, wo wir zusammen im Schwingclub nachher auch enger zusammen waren und viel trainiert und viel Schwingfest und manchmal lustig gehabt und haben daheim nicht dürfen erzählen, wie schnell das er auf der Autobahn gefahren ist mit seinem Audi Quattro. Weiss noch einmal, da habe ich Unfall gemacht, etwa im zweiten Lehrjahr. Da sind wir zu Zeitungen nähen. Aber die Praxis hat eigentlich gar nicht aufgehört. Die Schwestern und die Gehilfinnen sind dort am um Frühlingsboot zu machen, gewesen, hast du gesagt, jetzt nein, dir den Grimm, den man wieder auf die Baustelle arbeiten kann. Sofort hat jemand den Kopf geneigt und wir müssen weiter aufrichten. Er hat mir am Bettagsbrötchen ein Kürbis auf den Kopf geschossen, weil eigentlich wollte er Nicola Brunner nachhiessen. Mir kommt auch in den Sinn, wenn irgendeiner von den Brunnenkielen eine Lampe hatte, dann ist der Rollo gekommen, der hat sie warm und brennt. Und dann war wieder ruhig. Schon mal so eine kleine Kerze. Und wie es so ist, im Jungschwingertraining gibt es etwa mal so Episoden, wo man
so neben dem Sackmaulrand hocken und den anderen zuschaut, wenn man vielleicht einen Schwung erklärt bekommt oder so. Und irgendeines Tages hat der Roland den Begriff vom Sangeli-Bruder erfunden. Und was er damit meint und wer es damit meint, das weiss ich heute noch nicht. Magst du dich noch erinnern an Meikernes ist jetzt Burgdorf, wo du und der Plums der Fellni einen Krache bekommen haben und der Plums dort davongelaufen ist, mitsamt dem Zelt? Hast du keine Übernachtungsmöglichkeit mehr gehabt und bist bei mir und beim Heidi ins Vorzelt übernachtet? Wir hatten immer einen guten Zusammenhalt, wir hatten lustig. Speziell, wenn ich doch keinen vorhabe, weil sie einfach alle gut sind. Was ich mich aber in den letzten Jahren immer wieder gefragt habe, wer genau ist echt das Sophie? Auch wenn es darum ging, einen Anlass zu organisieren, ist er nicht zurückgestanden. Unzählige Mal war er an einem Rangschwingen-Chef Paul oder für einen Wettkampf verantwortlich. 2009 und 2013 hat er den Paul an den beiden Kantonalschwingfest geleitet und 2017 als Vizepräsident am Kantonalen Jungschwingertag geamtet. Danke, dass du so viel Zeit genommen hast und immer gut zu uns geschaut hast. Lieber Roland, zu deinen 35 Jahren im Vorstand des Schwingclubs Talgäu gratuliere ich dir von Herzen. Das ist eine riesige Leistung. Und wenn man es so anschaut, du in deinem busperen Alter, warum hängst du nicht noch mal so viel dran? Ich möchte dir, Roland, für alles, was du für die Schwingerei gemacht hast, und für unseren Club geleistet hast, danke vielmals sagen und ich wünsche dir für deine weitere Zukunft alles Gute. Ich möchte dir ganz herzlich danke sagen für die Zeit, die wir zusammen im Vorstand haben dürfen verbringen. Es war eine lange Zeit und die Zeit war immer wieder lustig und amüsant. Ich möchte dir auch danke sagen für deine Arbeit, die du immer wieder mit und für die Jungschwinger geleistet hast. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es dir jetzt langweilig werden könnte und du anfängst, deine Nachbarn zu ärgern. Das wollen wir nicht. Wenn das der Fall sein sollte, gehst du einfach sofort wieder in den Schwingkauer. Das ist jetzt doch auch schon einige Jahre her. Aber du hast meine Schwingerkarriere in die Wege geleitet. Dafür möchte ich dir Danke sagen. Danke, Roli, für dein immer wiederkehrende Engagement im Schwingsport. Deine Tipps und deine Erfahrung haben den Schwingclub Talgäu mehr als nur einmal weitergebracht. Ich will dir auch noch Danke sagen für die schöne Zeit als Jungschwinger, die ich bei dir hatte und Kantonaltrainer, der du warst. Lieber Trudi Roland, du hast mir Schwingen auf spielerische Art beigebracht und hast also schon meine vier Zweige erschwungen. Sicher nicht immer einfach mit Meeresstiften, aber merci für alles, Roland. Dank dir bin ich etwas geworden. Ich kann dir gratulieren, du hast es gut gemacht im Training. Ich danke dir für dein grosses Engagement im Schwingclub Talgäu. Vor allem für deine über 30 Jahre im Vorstand. Ich gratuliere dir zu deinen 35 Jahren Vorstand und ich hoffe, du bleibst auch weiterhin im Schwingclub erhalten. Roli, ich möchte dir einfach recht herzlich danken für alles, was du für uns gemacht hast für den Schwingclub. Weil zu der Zeit, als wir so frisch bei den Aktiven waren, bist wirklich du die wichtigste Figur gewesen, die allen gerissen und geschrissen hat am Karren und geschaut hat, dass immer alle ins Training kommen. Und wir danken dir vielmals für alles, was du gemacht hast für unseren Schwingclub. Ja, ich möchte ihm danken sagen für die Arbeit, die er geleistet hat. Als Trainer oder im Vorstand. Und er hat das super gut gemacht und ich wünsche ihm weiterhin viel Freude am Schwingen, auch wenn er nur schauen kann. Roli, ganz herzlichen Dank, auch vom Kantonalen Schwingenverband. Wir waren jahrelang froh um dich und bist immer eine Stütze gewesen. Merci vielmals und dir eine gute Zeit und wir werden dich hoffentlich weiterhin häufig sehen. Danke vielmals für alles. Ich werde dich vermissen, Roli. Danke, Roli. Danke, Roli. Danke, Roli. Danke, Roli. Danke, Roli.
Danke, Rolli, für die schöne Zeit. Viel Glück und gute Gesundheit. Merci für immer, Rolli. Danke für die Unterstützung, Rolli. Rolli, danke viel, viel mal. Danke, Rolli, für alles. Danke, Rolli. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, Rolli. Ich danke dir vielmals. Danke, Roland, für alles. Danke, Rolli, dass du die coolen Trainings gemacht hast. Danke, Rolli, für die Shooter. Danke vielmals, Rolli. In diesem Fall danke vielmals, Rolli, für deine Arbeit. Ich wünsche schöne Zeit. Tschüss, Rallu, ciao. Und ich wünsche mir ein schönes Leben. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.